Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freunde des Exzellenzclusters Normative Orders, Freunde des Films, Freunde des MMK. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Abend in der Vorlesungsreihe des Exzellenzclusters die Herausbildung normativer Ordnungen hier im MMK zu einem Film von Michael Haneke, Caché, zu dem Martin Seel, Professor, Philosoph an der Goethe-Universität, Ihnen einen Einführungsvortrag halten wird. Er ist Professor für ästhetische Theorie, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ob der Titel genauso ist. Ich will Ihnen auch gar nichts jetzt über Inhalte erzählen. Ich bin die Amtsleiterin, die Kulturamtsleiterin der Stadt Frankfurt und begrüße Sie deshalb mit großer Freude, weil ich das wunderbar finde, dass der Exzellenzcluster mit diesem außerordentlich brisanten, wichtigen Thema die Herausbildung normativer Ordnungen und vielleicht gehört dazu auch ihre Durchsetzung, aber auch ihre Infragestellung natürlich mit einem Thema unterwegs ist, das weltweit augenblicklich ja, brisant ist und super aktuell ist, weil sich unsere Gesellschaften in hohem Maße verändern. Und daran zu forschen und diese Thematik aber dann eben auch in eine kulturelle Öffentlichkeit zu tragen, in eine Stadtgesellschaft zu tragen, dass eben nicht nur an der Universität sozusagen kluge Essays und wissenschaftliche Forschungsarbeiten erarbeitet werden, sondern dass sich wirklich eine Gesellschaft mit diesem Thema auseinandersetzt, ist ungeheuer wichtig und dass wir eine Kooperation mit dem Exzellenzcluster eingehen konnten, freut die Stadt Frankfurt wirklich sehr und das ist eigentlich auch schon alles, was ich seitens der Stadt sagen möchte. Ich freue mich, dass Sie da sind und übergebe das Wort, glaube ich, an Klaus Günther. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Roman, vielen Dank, dass Sie heute Abend wieder so zahlreich erschienen sind und vielen Dank, Frau Roman, für diese freundliche Einführung. Wir sind in der Tat sehr dankbar und sehr stolz, dass wir auf diese Weise mit der Stadt Frankfurt kooperieren können und dass das so engagiert gesehen wird und praktiziert wird. Das freut uns sehr. Ich habe beim letzten Mal bei der ersten Ringvorlesung ein bisschen was zu den Hintergründen gesagt, will das heute nicht nochmal wiederholen, nur nochmal kurz erwähnen, dass der Film inzwischen in diesem interdisziplinären Forschungsverbund eine Art Leitmedium geworden ist, an dem wir gelernt haben, sozusagen geistes- und sozialwissenschaftliche Fragestellungen zu entwickeln und das Thema Gesetz und Gewalt ist nun eins, das genuin mit der Herausbildung normativer Ordnung zusammenhängt. Und das ist das, was uns ja jetzt auch aktuell täglich beschäftigt, wenn wir die Nachrichten hören oder sehen. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, neue Hypothesen und Theorien über die Veränderung von gesellschaftlichen Ordnungen in der Gegenwart zu entwickeln. Wir freuen uns auch, dass wir wieder zu Gast sein dürfen hier im Museum für moderne Kunst und Frau Hecker, die heute Abend hier anwesend ist als Vertreterin des Museums für moderne Kunst, da sind wir sehr dankbar und freuen uns, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind. Heute Abend wird zu Ihnen Martin Seel sprechen und ihn möchte ich jetzt kurz vorstellen. Martin Seel ist seit 2004 Professor für Philosophie, Schwerpunkt theoretische Philosophie und Ästhetik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität und seit 2007 auch ein sogenannter Principal Investigator. Das sind so Namen, die uns die Deutsche Forschungsgemeinschaft verliehen hat. An unserem Exzellenzcluster gehört sozusagen mit zur Gründungsgeneration dieses Clusters. Martin Seel studierte Germanistik, Philosophie und Geschichte in Marburg und Konstanz. Und in Konstanz wurde auch in Philosophie promoviert und hat sich 1990 habilitiert und war dann zunächst an der Lehrte an der Universität Hamburg und dann in Gießen und seit 2004 eben hier in Frankfurt. Seine Veröffentlichungen sind zahlreich und seine Monographien so zahlreich, dass ich sie nicht alle aufführen will. Es beginnt mit der Dissertation
mit dem interessanten und spannenden Titel, wie ich finde, Die Kunst der Entzweiung, erschien 1985 im Surkamp Verlag. Und ich kann mich erinnern, als dieses Buch erschien, saß ich selber an meiner eigenen Dissertation und war sozusagen nervös, als ich dieses Buch in die Hand nahm und war vor allen Dingen neidisch auf diesen Titel, weil ich dachte, so ein toller Titel, Die Kunst der Entzweiung. Ja, ich meine, Entzweiung als Kunst zu verstehen, da dachte ich mir, warum fällt mir sowas nicht ein? Dann geht es Schlag auf Schlag weiter, eine Ästhetik der Natur, 1991, und in beiden Büchern zeigt sich schon das, was Martin Seel als Philosophen auszeichnet. Er ist nämlich in der Lage, intellektuell herausfordernd zu schreiben, aber gleichzeitig auch so, dass auch Nicht-Philosophen es verstehen, jedenfalls in vielen seiner Veröffentlichungen. Er kann auch ganz fachphilosophisch etwas über semantischen Holismus schreiben, aber die Bücher Die Kunst der Entzweiung und dann vor allen Dingen auch spätere Bücher, einige von Ihnen erinnern sich vielleicht an das Buch 111 Tugenden, 111 Laster, eine philosophische Revue im Fischer Verlag erschienen 2011, das vielfach rezensiert und breit rezipiert wurde. Das zeigt sozusagen diese Tugend, das ist ein Buch, das wunderbar zu lesen ist, auch wenn man kein Fachphilosoph ist. Das Gleiche gilt für das Buch Die Künste des Kinos, seine jüngste Veröffentlichung 2013. Das leitet sozusagen dann auch über hier zu dieser Ringvorlesung, sozusagen eine philosophische Abhandlung über die Künste des Kinos, über Filme. Da können Sie in vielen kleinen Vignetten sozusagen über Filme sozusagen die philosophische Tiefendimension erfahren. Martin Seel verdanken wir die Organisation dieser Reihe zusammen mit Angela Kepler. Und das ist sozusagen schon die Fortsetzung einer Ringvorlesung aus dem vergangenen Semester. Und wie ich beim letzten Mal schon sagte, wir sind sehr dankbar und freuen uns, dass beide sich bereit erklärt haben, diese Ringvorlesung auch in diesem Semester wieder fortzusetzen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei dem Einführungsvortrag von Martin Seel und danach bei dem Film Caché. Der Vortrag trägt den Titel Anonyme Ansichten verdeckter Gewalt. Martin, wir freuen uns. Ja, schönen guten Abend allerseits. Schönen Dank, Frau Roman. Schönen Dank, Klaus, für diese freundlichen Worte. Unser heutiger Film Caché ist in einem gewissen Sinn sicher der am wenigsten gewaltförmige unserer Filme oder ist es jedenfalls bei einer oberflächlichen Betrachtung. Durch seine Form aber, über die ich ein bisschen reden werde, ist dieser Film in gewisser Weise gewalthaltiger als viele, auch viele unserer Filme, in denen Gewaltereignisse und Gewalthandlungen einen Mittelpunkt der filmischen Darstellung ausmachen. Gibt es Menschen unter Ihnen, die diesen Film nicht kennen? Ja, das dachte ich mir. Deswegen versuche ich, wie gesagt, nicht zu viel zu verraten über das, was im Film passiert. Da ich aber über den Film spreche, werde ich ein bisschen etwas trotzdem verraten. Michael Haneke, der Regisseur, den Sie alle irgendwie vermutlich kennen oder von dem Sie gehört haben, hat einige Filme gemacht, in denen es wesentlich mehr Gewalt als Handlung, als Ereignis, als Vorkommnis gibt. Insbesondere seine früheren Filme, Benny's Video oder Funny Games, aber hier spielt die Gewalt eine ganz hartnäckig verhaltene Rolle, wie Sie sehen werden. Von zwei Szenen abgesehen, gibt es lediglich ein paar wenige sparsame Andeutungen von Gewalt. Und diese beiden Szenen werden Sie sehen, aber das darf ich nicht vorausschicken. Dass die Gewalt irgendwie im Hintergrund oder in verdeckter Form sich in unserem Film abspielt, sagt ja schon der Titel. Caché, die vorwiegend, aber keineswegs ausschließlich, wie Sie sehen werden, strukturelle Gewalt, von der der Film handelt, ist verdeckt oder verdrängt und wird so als verdeckte,
versteckte, verheimlichte und verdrängte, das ist das Bedeutungsfeld des französischen Wortes caché, das glaube ich auch ein Verb zugleich ist. Ich kann kein Französisch, also wenn ich Untertitel habe, kann ich sehen, wo die Untertitel manchmal, kann ich hören, wo die Untertitel manchmal nicht ganz stimmen, aber für mehr reicht es nicht. Also die Gewalt, von der der Film handelt, wird als eine verdeckte dargeboten, als eine Gewalt, die vielleicht und vielleicht insbesondere dort wirksam ist, wo sie weitgehend unsichtbar bleibt. Auch das Gesetz und seine Vertreter spielen in diesem Film eine lediglich marginale Rolle. Die Polizei kommt ganz am Rande auch vor. Eine zentrale Rolle hingegen kommt hier in unserem Film dem Gesetz der narrativen und fiktionalen filmischen Darstellung von Gewaltverhältnissen zu. Also das Gesetz des Kinos, um es zugespitzt zu sagen, wird hier mit verhandelt. Dieses Formgesetz nämlich, das Formgesetz gängiger narrativer filmischer Darstellung, mit gängig meine ich jetzt nicht nur irgendwie das kommerzielle, populäre Kino, sondern auch das Autorenkino. Dieses Formgesetz narrativer filmischer Fiktion wird ein ums andere Mal gebrochen, um die Form latenter gesellschaftlicher Gewalt zum Vorschein zu bringen. Und das geschieht hier in diesem Film noch deutlich subtiler als beispielsweise in Funny Games, wer den Film kennt. Es gibt diese eine berühmte Szene, wo das sind so zwei Quälgeister, die eine Familie extrem foltern und drangsalieren in irgendeinem Urlaubsort in Österreich. Und das Kind ist schon ermordet worden und der Frau gelingt es dann, den einen Folterer zu erschießen, und dann hält der andere aber, sagt er, nein, so geht das nicht, und dann spult er den Film zurück. Und der Film selbst spult sich zurück, um dann auf seine grausame Weise weiterzumachen. Das ist so eine sehr auffällige Geste. Hier ist diese Erschütterung des Formgesetzes des narrativen Films, wie Sie sehen werden, sehr viel subtiler und dadurch, wie ich meine, radikaler angelegt. Ich werde Ihnen jetzt doch etwas verraten, nämlich wie der Film anfängt, um Ihren Blick auf diese formale Grundstruktur ein wenig schon einmal vorbereitend zu lenken. Der Film, den Sie gleich sehen werden, beginnt mit einer langen, aus einer Gasse heraus mit statischer Kamera aufgenommenen Einstellung auf ein Haus in einem noblen Pariser Viertel. Gut anderthalb Minuten lang baut sich der Vorspann vor dem Hintergrund dieses Bildes auf. Danach bleibt es für weitere 34 Sekunden kommentarlos stehen. Hörbar sind Außengeräusche, einige Passanten bewegen sich durch das Bild, darunter auch eine Frau, die das im Blick der Kamera liegende Haus verlässt. Nach mehr als zwei Minuten ist der Dialog eines Mannes und einer Frau zu hören, die sich über etwas für sie Rätselhaftes unterhalten. Nach knapp drei Minuten folgt der erste Schnitt. Man sieht einen Mann und hinter ihm eine Frau, diejenige, die zuvor schon zu sehen war, aus dem Haus kommen. Der Mann sieht sich um und geht in das Haus zurück. Danach erscheint wieder dieselbe Einstellung wie zu Beginn, also auf dieses Haus, aus dem die beiden Leute gekommen sind. Der Dialog zwischen den beiden Figuren, von denen wir jetzt vermuten können, dass es die beiden sind, die wir gerade gesehen haben, dieser Dialog geht weiter, und dann nach fast vier Minuten bewegt sich das Bild auf einmal in einem langsamen Vorlauf, sodass nun zu erkennen sind, dass es sich gar nicht um eine innerfilmische, objektive Einstellung auf das Wohnhaus, sondern um eine Videoaufnahme handelt, die in diesen eingespielt wird. Das Bild, das das Publikum minutenlang vor Augen hatte, ist der Gegenstand, der die Zuschauerin und der Zuschauer innerhalb des Films in Verwirrung stürzt. Im Anschluss daran wird das Video gestoppt, zurückgespult und wieder abgespielt, wobei sich die beiden, die da sprechen, an einer, wenn auch erfolglosen, Bildanalyse versuchen. Der Film beginnt also jedenfalls in den ersten fünf Minuten schon mit einer Filmanalyse, allerdings einer vergeblichen. Erst nach knapp fünf Minuten begibt sich die Filmerzählung in das Haus, das das Objekt der observierenden Anfangsbilder war. Man sieht den Mann und die Frau in ihrem Wohnzimmer vor dem Fernsehgerät stehen,
indem Sie das Video anschauen, das zuvor die ganze Leinwand ausgefüllt hat. In Ihrem privaten Raum werden Sie mit einem Blick von außen konfrontiert, den Sie in der Welt Ihres Lebens nicht verorten können. Und das ist schon ein klassischer Kinotopos, ein von außen irgendwie bedrohter Innenraum, der die Betroffenen zu Interventionen in Räume zwingt, die außerhalb ihrer gewohnten Handlungssphäre und Vorstellungskraft liegen. Das klassischste Beispiel ist John Ford, The Searchers, der beginnt damit, dass die Tür sich von einem Innenraum in einen gefährlichen Außenraum öffnet. Hier aber in unserem Film sind es keine Indianer, Aliens, Einbrecher, Soldaten, Geheimagenten und dergleichen, die in den Schutzraum eines bürgerlichen Lebens intervenieren und damit die dramatische Handlung der filmischen Erzählung in Gang bringen, sondern das, was hier interveniert, ist ein starres filmisches Bild, das die Ordnung eines wohlsituierten bürgerlichen Lebens angreift. In Caché dringt ein unkontrollierbarer Blick von außen beklemmend in die Selbstwahrnehmung der Hauptfigur und zugleich in die Berechenbarkeit seiner eigenen filmischen Perspektiven ein. In dem ganzen Film, nebenbei gesagt, gibt es nur zwei Blicke aus dem Haus nach draußen, ganz beiläufig bei Nacht aus dem intimsten Raum des Hauses, nämlich dem Schlafzimmer. Immer wieder werden dem Fernsehmoderator, das ist die Hauptfigur, Fernsehmoderator Georges Laurent, gespielt von Daniel Anteuil, derartige Videos und rätselhafte, in kindlicher Manier blutrünstige Zeichnungen zugespielt, deren Herkunft ihm und seiner in einem Verlag tätigen Frau Anne, gespielt von Juliette Binoche, trotz aller Recherchen bis zum Schluss des Films unerklärlich bleibt. Nach 5 Minuten und 5 Sekunden sagt Georges schon, und das ist ein Leitmotiv des Films, es ist idiotisch, ich kann mir das nicht erklären. Auch wir, die Zuschauer, erhalten keine Erklärung, woher die Filme stammen. Nach und nach aber wird deutlich, dass diese Bilder auf eine schändliche, von Georges und auch seiner Mutter, wie Sie sehen werden, verdrängte Begebenheit in seiner Kindheit verweisen. Er hatte im Alter von 6 Jahren dafür gesorgt, also als sehr junger Mensch, dafür gesorgt, dass ein von seinen Eltern in die Familie aufgenommener Junge algerischer Herkunft aus der Familie verstoßen wurde. Die Eltern dieses Kindes, das wird ganz beiläufig nur einmal erzählt, wurden vermutlich bei dem Massaker der französischen Polizei in Paris im Jahr 1961 von der französischen Polizei ermordet. Das war während des Algerienkrieges. Es gab eine nicht genehmigte Demonstration von Algeriern, zu dem die FLN, also die Widerstandsorganisation in Algerien, aufgerufen hat, und die Polizei ist hier massiv mit Gewalt vorgegangen. Es gab mindestens 200 Tote und dieser Vorfall wurde damals in den französischen Medien weitgehend verschwiegen, also kaschiert. Es gab keine öffentliche Diskussion über dieses Massaker. Insofern ist das Caché-Motiv auch schon in dieser Urszene der Gewalt, in gewisser Weise, auf die der Film zurückverweist, schon aktiv. Dieses ursprüngliche Gewaltereignis motiviert, wie Sie sehen werden, die Filmhandlung insgeheim und gibt so mit dem relativ kleinen Weltausschnitt, in dem die eigentliche Handlung abspielt, eine durchaus exemplarische Bedeutung. Auf eine im Verlauf des Films sich steigernde und später grausam zuspitzende Weise inszeniert Caché eine Zersetzung der Bilder, die die Hauptfigur von sich und seinem Leben hat, und zugleich eine Zerrüttung der Bilder, in denen der Film von Zuständen individueller und gesellschaftlicher Verdeckung und Verdrängung spricht. Die Hauptfigur kaschiert die Erinnerung an ein traumatisches Erlebnis. Die gute Gesellschaft, der er angehört, kaschiert die soziale Missachtung, von der sie profitiert. Auch rassistische Motive spielen eine wichtige Rolle. Und der Film
kaschiert die Herkunft der Aufnahmen, die er zum Auslöser seiner Erzählung macht. Durch diese Konfiguration ist der Film in einem Zug und in jeder seiner Gesten ein Film über den Film und ein sozialkritischer Film. Und das ist das, glaube ich, Ingeniöse dieses Films. Es ist eigentlich, wenn man nur die Story erzählen würde, was ich hier gar nicht tue, würde man sagen, okay, das ist ein sozialkritischer Film, irgendwie so ein bisschen auch in der Tradition von Claude Chabrol und anderen. Aber er thematisiert in jedem Moment sein eigenes Verfahren. Die zunächst statischen Videobilder von der Ansicht des Hauses, die die Familie erhält, versorgen den Raum des Films mit einer tödlichen Ruhe und Stille. Im ganzen Film gibt es keine Musik, die alle Orte, an denen er sich abspielt, imprägniert. Orte, die drinnen wie draußen, in der Vergangenheit wie in der Gegenwart, keinen Schutz vor dem Schicksal sozialer Missachtung bieten. Orte überdies, die durch die Bauweise des Films in einer Ortlosigkeit vorgestellt werden, die an der Verlässlichkeit und Gerechtigkeit der sozialen Koordinaten seiner Schauplätze zweifeln lassen. Die gesamte innere Bewegung des Films wird so zum Zeichen einer gesellschaftlichen Starre, in der seine Figuren gefangen sind und gefangen bleiben. In gewisser Weise, das werden Sie sehen, handelt dieser Film aber wesentlich von Leuten wie uns, oder jedenfalls einige von uns. Der Film spielt, was die Hauptfiguren betrifft, also den Georges und seine Frau Anne, in der französischen Kulturbourgeoisie, vielleicht kann man oder muss man auch sagen, es ist eine Kulturschikaria, die es sich gut gehen lässt, ohne dass es ihr dabei wirklich gut ginge. Die Ehe der beiden ist irgendwie brüchig oder ein wenig verstaubt. Anne scheint möglicherweise eine Affäre mit ihrem Chef zu haben und Georges, so wie wir ihn am Anfang kennenlernen, ist möglicherweise auch in dieser Hinsicht kein Kind von Traurigkeit. Der Sohn ist mürrisch in einer frühpubertären Phase. Er hat keine Zeit für seine Eltern und seine Eltern haben keine Zeit für ihn. Also ganz normale bürgerliche Verhältnisse. Georges aber, das ist wichtig, ist beim Fernsehen. Er ist eine berühmte Fernsehfigur. Er leitet und moderiert eine Literatursendung, also so eine Art Reich-Ranicki. In dieser Funktion hat er Macht über die Blicke, die auf ihn und auf andere geworfen werden. Wir sehen einmal kurz eine Szene, wo er sozusagen sagt, wie die Sendung, die vorher aufgenommen wurde, zusammengeschnitten werden soll. Das heißt, er ist Herr über die Bilder, die von ihm und seinen Gesprächen nach außen gegeben wird. Es ist aber genau diese Macht, die Macht über das eigene Gesehenwerden, die er im Lauf der filmischen Erzählung verliert. Aber auch wir als Zuschauer verlieren einen guten Teil der Kontrolle, die wir angesichts narrativer Spielfilme über den Gang der Dinge haben oder zu haben glauben. Denn auch wir verlieren unsere Selbstsicherheit, zumindest als ästhetische Subjekte, die wissen oder zu wissen glauben, wo sie sich innerhalb der fiktionalen Welt eines Films befinden. In unserem Film wird nicht allein die Position von Georges, der Hauptfigur, es wird auch unsere Position erschüttert, aus der wir die Verunsicherung und Dekouvrierung der Hauptfigur verfolgen. Und das entscheidende Gelenk dieser Operation sind diese anonymen Aufnahmen, von denen man nicht weiß, woher sie kommt. Manche Interpreten unseres Films haben sich dazu verleiten lassen, die exterritorialen Blicke, die seine Erzählung vorantreiben, in sei es theologischer, sei es moraltheoretischer oder moralpsychologischer Manier als Gottesgesichtspunkt, also God's Eye View, als moralischen Standpunkt oder als Gewissenseinstellung, als so eine Art filmischen, kategorischen Imperativ und weiß der Teufel, was alles noch auszudeuten. Diese Deutungsversuche aber, so meine ich, und wir können ja nachher darüber diskutieren, sind vergebliche Versuche zu erklären, wofür der Film gerade keine Erklärung gibt. Das ist ja oft ein Fehler bei der Deutung von Kunstwerken, nicht nur diesem oder anderen Filmen, das, was in ihnen unerklärt bleibt, mit aller Gewalt erklären zu wollen. Die mysteriös bleibenden Bilder, mit denen unser Film operiert, stellen vielmehr, das ist mein Vorschlag, eine in die erzählte Geschichte eingelagerte Formreflexion dar. Diese
Dieser formale Selbstbezug entwirft eine Ethik des Zuschauerblicks, die es dem Publikum, also uns, zumutet, sich in eine Distanz zu den Konventionen seiner oder unserer Weltauffassung zu versetzen. Und diese formale Raffinesse möchte ich zum Schluss noch ein klein wenig genauer charakterisieren. Innerhalb der Erzählung von Cagé, ich habe es schon gesagt, bleibt der Standpunkt und die Herkunft der Videoaufnahmen, die da immer, die wir auch immer wieder sehen, durchweg mysteriös. Eher der Standpunkt dieser Aufnahmen lässt sich in der Wirklichkeit seiner Fiktion, also der Fiktion des Films, von Anfang bis Ende nicht verorten. Diese Aufnahmen etablieren durchaus einen Blick von nirgendwo. Dies bewirkt eine nachhaltige Verunsicherung nicht nur der Figuren des Films. Sie wissen nicht, wer, Sie haben alle möglichen Vermutungen, das werden Sie sehen, aber letztlich wissen Sie nicht, wer Ihnen diese Bilder geliefert hat. Die Verunsicherung betrifft aber gleichermaßen die Zuschauer. Bei Einstellungs- und Szenenwechseln bleiben diese Zuschauer, also wir alle gleich, immer wieder im Unklaren darüber, ob einzelne Sequenzen die Perspektive dieser rätselhaften Fremdbilder, diejenige der beteiligten Figuren oder diejenige objektiver Einstellungen innerhalb der Welt des Films darbieten. Das muss man immer erst herausfinden. Ist das jetzt wieder so ein Video, was uns gezeigt wird, oder ist es eine Szene in der Welt des Films? Oder ist es eine, es gibt zwei kleine Traumsequenzen, ist das eine Traumsequenz einer Figur? Je länger der Film andauert, desto mehr gerät das Publikum in Zweifel, ob die Sequenz, die es gerade verfolgt, in der Welt des Films angesiedelt ist oder jenen ominösen Blick von außen repräsentiert. Meistens wird im Fortgang der Handlung aufgedeckt, welchen Status die vorhergehende Sequenz hatte. In der Schlusseinstellung beispielsweise aber bleibt das vermutlich offen, auch das können wir nachher diskutieren. In einer anderen Passage ist es zudem möglich, eine aus dem Auto heraus aufgenommene Fahrt gleichzeitig als ein Fremdbild und als eine der erzählten Welt immanente Einstellung aufzufassen. Da ist es nicht zu entschlüsseln. Es gibt mehrere solche Videos, wo man eine Autofahrt sieht. Das erste ist so, das wird innerhalb des Wohnzimmers der Familie zunächst geschaut von der kleinen Party, die da stattfindet. Und das Auto fährt an einen bestimmten Ort, Schnitt, und die Hauptfigur ist an diesem Ort. Das ist also eine Sequenz, die einen Doppelstatus in dieser Hinsicht hat. Die Architektur dieses Films ist daher eine des Zweifels an dem buchstäblichen und metaphorischen Ort der Räume, in deren Verschachtelung er sich vollzieht. Und hierin liegt eine radikale Differenz zu vielen anderen Spielfilmen, wie sagen wir North by Northwest von Hitchcock, also auch ziemlich elaborierte Formen der Filmkunst, wo die Betrachter immer genau wissen, aus welchem Blickpunkt das Geschehen jeweils dargeboten wird. Der Film führt uns immer klarerweise durch seine Welt. Und wir wissen, auch wenn wir nie alle Zusammenhänge durchschauen, schon gar nicht in so einem Film wie North by Northwest, wissen wir immer, wo wir sind und wie sich der Ort, an dem der Film sich befindet, zu den anderen filmischen Schauplätzen verhält. Im Wechsel von objektiven und subjektiven Einstellungen vollzieht sich der Gang der filmischen Erzählung. So ist es normalerweise. Die Objektiven führen immer nur Ausschnitt, da der Film ja dadurch charakterisiert ist, dass von oben, unten, rechts und links immer etwas anderes in den Raum der filmischen Erzählung eintreten kann. Also die objektiven Einstellungen führen in den Raum der filmischen Welt ein, in unserem Fall ein nobler Bezirk in Paris und einige Randbezirke, an die Innen- und Außenräume, die dort vorkommen, das Landgut, das wir auch sehen werden und so weiter. Die subjektiven Einstellungen charakterisieren figurengebundene Ansichten innerhalb dieser fiktionalen Welt. Das ist die normale Doppelung, die in vielen narrativen Filmen eine große Rolle spielt. Bei all dem bleibt im Standardfall, es gibt Ausnahmen, die sind aber hier nicht wichtig, die Kamera immer unsichtbar. Die Kamera existiert nicht im normalen Spielfilm.
Sie gehört nicht zur fiktionalen Welt. Im Blick auf die Landschaft eines Films hat es keinen Sinn zu fragen, wo die Kamera sich gerade befindet oder befunden haben könnte. In Caché aber stellt sich diese Frage von Anfang an. Wo sich die Kamera befunden haben könnte, die die ominösen Sequenzen liefert. Auch hier aber bleibt die Kamera und ihr Ort dennoch unsichtbar. Aber sie dürfte es innerhalb der Welt des Films eigentlich nicht sein. In der objektiven Welt des Films, in ihrem diegetischen Raum, wie die Filmwissenschaftler sagen, gibt es keine Stelle, an der die fraglichen Aufnahmen entstanden sein könnten. Es sind keine Spuren zu finden, keine Kamera, auch danach wird gesucht. Deswegen sind wir als Zuschauer nicht nur gezwungen, ständig zwischen den anonymen und den konstitutiven Sequenzen zu unterscheiden oder zu versuchen, diesen Unterschied zu treffen, sondern auch uns zu fragen, was der View from Nowhere sowohl für die Erzählung als auch die Erzählweise des Films bedeutet. Auf diese Weise inszeniert Caché strukturell verstörende Ansichten auf die Schauplätze seiner Geschichte. Die anonymen Einstellungen rücken die Zuschauer teilweise in die Position der Figuren, die Figuren, die sich ja ebenfalls ständig fragen, was es mit diesen Aufnahmen auf sich hat. Genau diese Frage muss uns auch beschäftigen. Eine gravierende Asymmetrie zwischen uns, den Zuschauern und den Hauptfiguren allerdings bleibt bestehen. Denn während die Figuren sich einem vergifteten Blick auf ihr eigenes Leben ausgesetzt sehen, werden die Zuschauer mit einem vergifteten Blick auf das Leben der Figuren konfrontiert und zugleich mit Blicken, die sich inkommensurabel zu der narrativen Anlage des Films selbst verhalten. Der Mitvollzug der Perspektive der Figuren, der Nachvollzug einer Perspektive auf die Figuren und die Vergegenwärtigung der Perspektivität des Films selbst, dies muss hier simultan geschehen. Weil Caché das eine nur zulässt, indem er seinem Publikum das andere zumutet. Im Betrachten eines Films wie diesen ist es nicht allein möglich, die Aufmerksamkeit sowohl auf die erzählten Ereignisse als auch auf das Ereignis ihrer Erzählung zu lenken. Es ist völlig unmöglich, diesen Film anders zu sehen. Und diese letzte Beobachtung gibt mir eine Gelegenheit, an Ihnen für die Diskussion eine These auszuprobieren, die in meinem Buch über die Künste des Kinos eine zentrale Rolle spielt. Diese These lautet, kurz gesagt, ich bin gleich fertig, nicht nur gibt es viele Filme, die eine Aufmerksamkeit für die Spannung zwischen ästhetischer Attraktion und fiktiver Narration mitsamt der Heterogenität ihrer Perspektiven auf das entfaltete Geschehen geradezu erzwingen. Caché ist hier eines unter vielen Beispielen. Man kann solchen Filmen nicht folgen, ohne eine doppelte Aufmerksamkeit zugleich für die Präsentation und das Präsentierte zu aktivieren. Medium Awareness stört uns hier nicht, sondern intensiviert das immersive Engagement der Betrachter. Das gegenteilige Dogma, das Medium Awareness, die Intensität der filmischen Erfahrung, notwendigerweise zerstöre, können wir und sollten wir verabschieden. Und das ist nicht nur bei bestimmten Formen des Autorenkinos, sondern überall so, wo wir es auch und gerade im populären Kino mit starken Produktionen zu tun haben. Keine Actionsequenz in einem Actionfilm gucken wir nur der Ereignisse wegen, sondern es geht uns zugleich darum, wie die Regie dieser Action tatsächlich inszeniert. Oder es kann uns jedenfalls immer zugleich um beides gehen. Denn, und das ist mein letzter Satz, es ist ein grundlegendes Gesetz aller Künste und also auch des Kinos, dass sie uns im vollen Sinn nur zu fesseln vermögen, wenn die Form ihrer Bewegung uns zu bewegen vermag. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und jetzt kommt die eigentliche Sache. Dankeschön.